Ah, immer noch ein Blaugesicht. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last. Nein, Sequel 2. Diablo 2 von Let's Play. Jo, ich bin immer noch ein bisschen am Last Epoch fixen. Ist natürlich nicht gerade so einfach, wenn es halt einfach immer crashen will. Ich habe eben schon vor, wirklich da irgendwas zu investieren, eine neue RAM oder so zu kaufen. Also, ich denke, es ist ein RAM-Problem. Es kann auch natürlich irgendwas anders sein, aber wenn mir jemand in der Nähe von Basel gut helfen kann oder so, ich wäre unglaublich dankbar, wenn das mal gehen würde. Weil es kann ja nicht sein, dass so ein guter PC so überfordert ist und dann abstürzt oder irgendwas Probleme macht. Das liegt irgendwie an einer bestimmten Einstellungsskript oder so von OBS. Oder von Windows 10 bzw. 11. Also Windows 11 ist ja auch abgestürzt, aber dann Windows 10 stürzt halt jetzt immer ab bei Last Epoch und manchmal bei Secret 2. Und gerade eine zweite Aufnahme aktiv ist, pro Season vom Spiel an ist und so, das macht ein bisschen Probleme. Also heute wollen wir, ja, den Lehmkuliss töten, das ist der erste große Boss. Und natürlich weiterhin so gute Set-Items finden. Und auch Unix, wir haben da ein paar Sachen bekommen. Und ganz viele Bücher. Ich weiß nicht, wie sie die so 100-mal drucken können. Aber sehr unnötig. Also blau haben wir hier. Machen wir noch eins lila, weil Magie-Schaden. Dieser lila Ding ist natürlich auch diese T-Energie und die ist meistens sehr stark. Also es gibt ja immer eine Resistenz weniger als Platz da unten. Also, es gibt fünf Resistenzen plus physisch noch. Physisch wird ja nicht, dass er liegt, so oft genommen. Aber eher Unix sind so ein physisch. Also deshalb gibt es einfach fünf und wir haben vier Slots und deshalb müsst ihr eins nicht nehmen, das ist meistens Cold Damage, ist nicht ganz so stark. Gift könnt ihr auch ein bisschen vermeiden. Aber ist doch manchmal stärker, als ihr denkt. Man weiß auch nicht, ob nur Dots sind. Genau, und ja, ich habe immer so das Gefühl, ich muss unbedingt einfach Magie haben. Ich kann nicht gerade Magie vermeiden. Ich sehe aber immer in den Gameplay-Videos auf YouTube, dass sie wirklich dieses vermeiden, also die Magie vermeiden, das Lilane. Und das ist meistens nicht so gut. Die sind einfach nicht so erfahren, oder? Sie haben es nicht schon erlebt, dass ich geone-shottet wurde von irgendwelchen Mega-Lasern und. Ja, ich habe immer so Beats genommen im Hauptspiel und Intention Edition, wo es einfach dann Probleme gibt mit Magieschaden-Gegner, mit T-Energie-Gegner und. Boah, das will ich nicht mehr vermeiden. Ja, das will ich nicht mehr haben, das will ich vermeiden. Genau. Oh, nochmal ein New Geek. So, mittlerweile bin ich auch ein bisschen aufgemacht. Ich war im letzten Part doch noch ein bisschen manchmal müde. Aber das gibt es halt manchmal. Vor allem bei mir, wo so wenig schlafen kann. Dass man manchmal doch ein bisschen müde ist, ohne dass man es merkt. Direkt. Jo, einfach ein bisschen lockerer geredet, ein bisschen weniger sehr erklärt oder so. Hat mich weniger gefreut. Daylan Stärke, da haben wir doch schon mal einen Daylan. Ja, Daylans Treue. Daylan Stärke ist eben auch für Nahkampf. Ist sehr defensive und ist dann. Okay, und überhaupt brauchen wir Schaden, brauchen wir auch nicht. Besser. Und der. Was ist das? Was ist das? Schmetterschwert. Oh, das ist so schlecht zu erkennen. Ja. Ich muss mal schauen, dass irgendwie die Schrift besser ist, weil der Mod hat eine andere Schrift genommen und die kannst du weniger gut lesen. Aber ich glaube, man kann, kann sie ja nicht mit hinkriegen. Ich kann sie nicht ersetzen oder so. Ja, man kann es einfach nicht gut lesen bei so einem Riesenmonitor wie bei mir ist es ziemlich unscharf. Und bei euch auf YouTube, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwie euch, ja, es euch ein bisschen schlecht wirkt, oder? Es ist einfach so, weil das Game hat einfach durch den Mod auch nicht gerade so qualitativ
ja, gealtert ist, oder? Durch die Alterung halt von der Auflösung, von der Schrift oder von der Optik, von der Verbesserung. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Schärfe ist runtergegangen von der Mod. Aber ich kann es nicht sagen, weil es steht nirgends. Die Grafik sieht besser aus, aber ist unschärfer geworden. Das tut mir vor allem meinen Augen, sensiblen Augen, dann doch auch ein bisschen nerven. Genauso wie ihr wahrscheinlich bei Übermüdigkeit noch irgendwelchen Sonnenstrahlen aushalten müsst oder so, nervt es mich einfach so von den Augen. Von der Sensibilität schon so. Und wenn der Körper sagt, ne, du brauchst ja auch keine Brille, weil du ja das Gegenteil siehst und so Sachen und so ein Fake dann gibt wie ein PC-Spiel, oder? Das tut die Augen überfordern. Es gibt ja so eine Augen, wie sagt man dem, auf diese Zahlen, oder? Und die gehen ja von irgendwie, weiß ich, 1 bis 20 oder noch mehr. Und bei diesen Einstellungen, also wenn man das testen lässt und so Sachen, geht es bei mir gar nicht mehr weiter. Es ist schon beim Maximum, also wahrscheinlich 1. Wenn 1 das Gute ist, dann ist es 1. Wenn es das Schlechte ist, dann ist es wahrscheinlich irgendwie dann ganz hoch. Sehstärke hat. Und das macht mir Schwierigkeiten, weil ich scheinbar eben viel besser sehe als ein ganz normaler. Also ich sehe zu sensibel. Und das ist das größte Problem in meinem Leben. Das Tinnitus und so wegen dem Ohren über Stärke und so, das ist eigentlich nicht so schlimm. Das höre ich ja meistens auch nicht, wenn ich spiele oder so. Wenn ich schlafe, also einschlafen möchte, dann höre ich es. Aber sonst nicht so. Gar nicht. Ja. Oh, letzten Montag auch wieder. Viele sagen einfach, ich müsste mal mich abklären lassen, ob ich vielleicht Autismus habe. Asperger und so. Aber ich habe es überhaupt nicht. Das ist völlig etwas anderes. Es wurde auch schon von vielen überzeugt, dass ich so etwas nicht habe. Weil manchmal habe ich es auch nicht. Das ist bei mir ein Nervenproblem. Den können wir vielleicht hier kurz töten, diese Elementar. Wir kommen hier nicht hoch. Ich glaube, der Entwickler von diesem Mod hat ein paar Abkürzungen gemacht, weil dieses Portal an ist. Ich muss irgendwie hier oben hin. Ja. Da ist schon einer runtergekommen. Dann gehen wir hoch, wenn wir noch nicht kämpfen. Nee, also bei mir ist es meistens so, viele Krankheiten und andere Menschen einfach und so sind immer manchmal ähnlich, aber nie gleich. Und das führt bei mir einfach dazu da, dass ich weniger Unterstützung bekomme, weil ich die Krankheit auch nicht offiziell haben kann. Es kann nicht irgendwie geschrieben werden, ja, der Drago, der hat diese Krankheit und das ist anerkannt. Und deshalb bin ich immer noch ganz normal am Leben, aber immer wieder so viele Probleme mit vielen Sachen, weil einfach alles ziemlich extremst gut ist bei mir. Ist aber auch nicht meistens wegen ja, Müdigkeit, Schlaflosigkeit so gut machen kann. Ich schlafe lieber viel zu wenig und habe dann weniger gute Sinne als zu viel schlafen und wieder zu gut erholt. Und dann wieder so mächtig, mega Sinne. Und dann halt diese Untersuchungen und so. Der Mensch kann einfach nicht Krankheiten supporten. Er schreibt es irgendwo in ein Buch und dann wird irgendwie so ein bisschen darüber geredet. Aber viele Krankheiten sind einfach noch gar nichts außer Gerede. Sondern mal irgendwas machen, unterstützen, was die Krankheit auch einem schaden. Dass die Ärzte machen oder uns helfen. Helfen sie uns nie. Und sagen dann einfach so, oh geil.
Kann ich mal ein Bild haben? Sieht ihn einfach noch nicht so gut. Vielleicht nachher noch ein schönes Bild. Und jetzt haben wir den Bossbar. Die Bossbar. Sehr toller Weg hier runter. Ich schlafe fast ein. Ja, danke schön, obere. Starker Versuch mit Screeches. Nein! Komm zu mir, kleiner Lehmkoloss. Danke, aber darf ich? Boah, der macht mir Angst. Der Bär, er schafft ihn allein. Ich glaube, er ist unbesiegbar, also er könnte es schaffen. Wir besiegen ihn einfach jetzt hier oben. Ich komme da sowieso nicht durch oder so. Der ist ja mega easy. Ich dachte, der wäre mega zäh und so. Ja, sie sind halt schon stark. Ich muss mein Inventar noch einmal überprüfen. Was ist das für ein Schild? Ah, ist ein Drachenschild. Mit Stärke drauf. Ich meine, das ist besser. Ein Anfängerschild ist endlich mal ein bisschen ersetzt worden. Ja gut, ja, dann haben wir halt doch auch noch mal so ein besseres Schild bekommen. Aber ich habe schon das Gefühl, es droppen nur noch diese Köpfe, aber sie sind irgendwie gar noch nicht gedroppt. Sie waren eher im Inventar von den Händlern drin. Ich habe sie nicht gekauft. Und es gibt ja diese Jojos. Ich weiß nicht, wie es das Jojos gibt in diesem Spiel. Von diesem Mod her. Aber seltsam, seltsam. So macht ein Mod vieles auch anders. Das ist gut. Ja, der Mephisto, hä? Der Mephisto. Also, wunderbar. Wohin müssen wir hier? Was ist das für ein Quest? Ein Nix. Ein Nix ist zu Nichtknechten. Ich hätte gerne nicht leben können. Wir haben keine Quests mehr. Wir hungern im Hungertuch. So, also wirklich toll gewesen. Der Weg war ja noch ein bisschen lange. Unnötig lange. Aber ja, mir geht's gut. Ich kann Säge 2 wieder spielen. Ich habe ja 2 Tage Pause gemacht und ich habe das Spiel so vermisst. Ich war an einem Tag die Hälfte weg bei meiner Familie und der andere Tag den ganzen Tag bis eigentlich am Abend spät. Also fast den ganzen Tag und dafür misst du einfach deine Games. Sehr. Deine Games. Wie bei Last Epoch. Nein, bei Pass of Exile, genau. Und man vermisst sie seine Game. Nun werde auch ich mein Versprechen halten und die Mädchen. Ja. Oh. Eine Aura der Macht umgibt diesen Gegenstand. Brauchen wir nicht, wir greifen nicht selber an. Oh, ich könnte eigentlich das alles beim Händler verkaufen, aber nein. Ist mir zu umständlich. Brauchen wir hier unten noch den? Ich denke, hier ist viel besser, falls wir dann wieder zurückgeschlagen. Also wenn wir wieder beleben werden müssen oder so. Und hier ist wirklich nichts. Ist auch noch die Schafquest? Was ist das? Ah! Da liegt etwas. Ein aufgenommen. Ich habe ein aufgenommen, aufgenommen. Für was ist diese Quest? Gut sind wir schon gewesen. Hä? Ja, und jetzt? Was ist das für eine Quest? Ich kann doch einfach nicht einfach etwas, was nicht benannt wurde, aufnehmen und dann ist irgendwie eine andere Location. Das ist ganz komisch. Was ist das für eine Quest? Ist das auch ein aufgenommen? Ich habe ihn aufgenommen, aufgenommen. Und dann nochmals. Und irgendwie Orkenpfad ist einfach natürlich das Dorf hier. Aber ein großes Weizenbündel gewesen. Ist fast ausgesehen wie so ein Baumbusch oder so.
Jo, das Schaf ist wahrscheinlich auch noch dieser Kerl. Nein, 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 das ist ein anderes Schaf. Er wurde ja zurückverwandelt. Aber einfach reinigen im Weg, diese Schafe. Es ist so cool, dass zum Beispiel Hunde auch herumlaufen. Das muss es öfters geben, auch in Last Epoch. Auch in Last Epoch natürlich eine große Nummer aktueller und näher ist. Was ist das für eine Quest? Also muss ich einen Sklave töten. Pilug. Was habe ich in Pilug bekommen? Ah, Pfluge, ein Elva, das sah war wie ein IS. Ein Pflug, der nicht zu sehen war. Wer sperrt hier eigentlich hin? MQ, geht's dir gut? Was isst du am Euter von der anderen Kuh? Müssen wir das verstehen, dass jetzt momentan Sacred 2 so komisch ist? Ach ja, nur, ich will euch nicht so spoilern, aber es gibt eine tolle Quest. Ich will sie nur nicht jetzt machen. Es geht nur ums Wasser. Für Kühe oder für Schweine eben. Und das ist eine Folterungsquest. Es ist eine Folterungsquest. Ich möchte sie dir euch noch nicht. Ich möchte sie als Belohnung dann am Schluss machen, bevor wir dann Gold kommen. Das ist noch nicht der Schluss. Ich werde natürlich auf Gold, Platin und Niob auch weiterspielen. Vielleicht auch eher in Livestreams noch weitermachen oder so, wenn ihr Lust habt, wirklich. Aber es ist so lustig, jetzt selber wieder mit diesen Quests gewesen. Ach, ich will es nicht vermissen. Also diese Quest machen wir sicher ein paar Mal. Wir lassen uns ein paar Mal foltern. Vielleicht können wir dann nebenbei etwas Gutes reden. Aber wie schön ist es, oder? Es ist ja nicht etwas, was ja mega gespoilt oder mega aufwendig ist. Es ist einfach nicht. Weniger als nichts, aber es ist sinnlos. Und das ist irgendwie das Interessante, dass es dadurch auch wieder lustig ist und makaber ist und so. Schon wieder, was ist mit den Drops passiert? Wir sind einfach genug levelig jetzt und kommen wir die Drops hin. Ich glaube, das ist auch wieder ein rares Item, das einfach grün ist. Komisch, dass es verwendet wird. Hey, darf ich mal laufen, bitte, dort wohin, wo ich will? Wir müssen jetzt hier hoch. Müssen wir wieder zurück runter? Wieso gibt es hier einen Werwolf? Okay. Ah, das sind da diese Knochen. Ja, Werwolf-ähnliche Kreaturen aus Akt 4. Und Diablo 2. Diese Musik ist von den Höhlen in Akt 1. War ich immer sehr lange, weil ich als Snake gespielt habe. Snake ist ein Hardcore-Mod für Diablo 2. Unbedingt auch mal spielen, wenn ihr Diablo 2 habt oder kaufen wollt. Können wir dann auch mal wieder Let's Playen. Und ja, es ist eben einfach krass, wie die Musik dann einfach irgendwie so sich in uns reinbrennt, wenn wir öfters diese über Dungeons Deine machen und so. Fortschritte sind annehmbar, gerade so. Wieso ist er Dann hätte hier? ich dich doch besser töten lassen, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Vielleicht erweist du dich ja noch als würdig. Der In Sprecher den ist ein bisschen Gebieten gelangweilt. Fragt sich, wieso der jetzt hier ist. Hat er einfach die gleiche Tempel jetzt wieder hier hingeplatscht? Das will ich auch können, wenn ich Magie erfunden, also man hat es ja nicht im Real Life, aber wenn man so die Magie einfach hat, also ein Haus zu erstellen. Einfach mit seinem Gehirn. Oder eine Kapsel. Oh, Capsule Corporation, das Dragonball. Ja, Dragon Ball, mit dem bin ich ein bisschen aufgewachsen. Meine Kollegen haben meistens Dragon Ball geschaut. Und ich bin mit dieser Serie groß geworden, weil ich damals ja noch relativ klein war, jung war. Und mir hat eigentlich Dragon Ball selber nie so gut gefallen. Ich war immer Bud Spence und Bruce Lee Fan.
aber nie Dragon Ball Fan, oder? Aber ich kenne es halt einfach und ich kenne es halt mal am besten meistens noch, weil ich nicht so viele Animes und Mangas schaue und lese. Kenne ich das natürlich auch noch ein bisschen mit diesen Kapseln. Capsule Corporation. So, und Dragon Ball Super habe ich auch geschaut. Das kann man ja so auf einer Website dann manchmal schauen. Und ja, kommt halt jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel raus. Aber es gibt manche Spiele, die machen Easter Eggs von Dragon Balls und das kenne ich dann immer sofort wieder. Aber wenn man jetzt schon seit 25 Jahren nicht mehr Dragon Ball aktiv geschaut hat oder interessiert hat, ist das natürlich auch wieder ein bisschen schwieriger. Also ich kenne es halt nur das, also andere kennen wahrscheinlich Naruto noch sehr gut, One Piece und so die berühmtesten, was man jetzt eigentlich sagen könnte, aus ja, Kampfsport und so. Aber jetzt zum Beispiel in Diablo 2 und in anderen Spielen, Kampfsport war nie richtig effizient und lohnenswert. Ich möchte gerne mal wirklich so etwas haben, das sich wirklich lohnt. Also die Ruhen mal alle umtauschen, so ist wirklich mal nötig. Jetzt haben wir dann wirklich Probleme. Ich habe es jetzt ein bisschen vermieden, damit wir schneller vorwärts kommen. Aber dann müssen wir es öfters auch nochmal machen und ich mache es einfach zwischen einem Part, genau. So, die Quest möchte ich eigentlich auch gerne machen. Kenne ich aber in der Schattenkampagne noch nicht. Ne, wir gehen weiter. Wir wollen jetzt ein bisschen weiterkommen, so wir viel stärker wurden. Hey, vor drei Parts war ich noch mega schwach, beziehungsweise die Skelette waren einfach zu wenig am Pullen. Und jetzt einfach durch die verschiedenen Set-Items doch auch stark geworden und vor allem vor den Levels. Das, was wir einfach gestattet haben in den Levels, so stark geworden. Die sind so schnell geworden, die Skelette. Also sind sie nicht schneller geworden, aber einfach irgendwie aktiver wieder. Das kam einfach ziemlich cool. Und wir haben jetzt wieder so eine Party dabei. Das sind einfach NPCs, die manchmal herumstehen, dann mithelfen. Die sind sehr aggressiv und dadurch auch manchmal ein bisschen besser. Zum irgendwelche Gegner fahren. Jo. Genau. Wie viel Geld haben wir? 1,2 Millionen. Jetzt können wir dann wieder ein Reittier holen, das ein bisschen schneller ist. Aber ja, die Farbe und so ist schon cool von der Spinne. Sie ist Säule entlang. So. Also Konstitution müssen wir so langsam ein bisschen mehr nehmen. Ich muss die Skelette doch ein bisschen schneller haben. Jetzt habe ich nochmals Konstitution genommen, dass wir nicht One-Shots sind und so. Und ja, halt, dann können wir mit mehr als genügend. Da haben wir auch schon zwei Sticks. Boah, zweieinhalb Sticks. Gut, also jetzt sind wir im Ork-Gebiet. Sind halt noch Goblins. Aber ja, die sind natürlich auch lustig und interessant. Wie findet ihr diese Hack and Slays, die so mega auf Quantity machen, wie Path of Exile und Diablo? Also es ist so, ja, man geht in ein Gebiet, sieht ein paar Orks oder ein paar Goblins und man fühlt sich gelangweilt. Oder sieht irgendwelche, ja, Gegner, die einfach so random oder so, ja, die man einfach kennt und immer wieder machen muss. Ich finde das so langweilig, da ist Sacred 2 einfach viel, viel spannender. Es ist zwar auch nicht überall mega gut, natürlich, aber eine Aura der Macht umgibt irgendwas. Also, was ist das? Das ist auch wieder ein rarer Item, aber ein gutes Kind. Was ist das? Für mich sieht es wie ein Pfosten aus. Einen Vollpfosten. Also alles mal auf andere Charakter verschieben. Braucht man nicht. Beim nächsten Händler eben auch mal alles wieder verkaufen. Beim nächsten
Runenwächter, wie der heißt, alles umtauschen lassen. Und ich glaube, so langsam tue ich mal den Golem ein bisschen leveln. Vielleicht ein, zwei Skeletten. Wie ist denn die Abklingzeit? Willkommen, das gehe nicht mehr weiter runter. Dann würden wir jetzt am besten einfach noch ein paar Runen. Wir sind zwar schon genug stark. Das kann jetzt letzten Endes auch. Wir können nur einen Golem machen, besser. Ja, wir sind noch nicht viel stärker jetzt. Was haben wir jetzt? Was habe ich jetzt zweimal geklickt, Skelettmage? Die müssen aber zuerst neu spawned werden, genau. In diesem Spiel. Wow. Schön grüne Effekte. Damit wir einfach, wenn wir mal wieder so einen starken Gegner haben, wie da im Friedhof vor drei Parts, sie gar nicht einfach so verweigen. So, vor keine Minions mehr haben. Ja, es war, glaube ich, noch vor dem Friedhof, kurz. Einfach dann da dieser Pulks extrem stark. Und Blutklaue war dann einfach gar nicht mehr stark. So, jetzt hatte gerade... Ja gut, dann mache ich nochmal so eben Wäsche. So, Haragoth-Musik. Belagerung von Haragoth. Geil. Also sehr toll, dass wir jetzt im Orkgebiet haben, wieder auch neue Musik haben und neue Gegend haben. Das ist sehr geil. Ich freue mich auch riesig auf noch andere Aufnahmen. Ich will ja noch neue Let's Play Projekte machen. Jetzt wo ja aus der Epoche auch nicht so gut geht. Wo es hier hoch geht, wahrscheinlich in einer Höhle oder ein kleines Dorf, so ein kleines, bisschen so, keine Ahnung, also wenn man hier rechts geht. Und hier ist eine Schlucht. Die Schlucht so einfach ausgegraben mit dem Editor, nichts platziert, gar nichts, kein Stein, nichts. Boah. Es regnet, das sieht man fast nicht. Yay! Des Profits. Rare. Den haben wir. Ja, umgibt diesen Gegenstand. Eine Aura der Macht. Wir haben jetzt neu gefunden. Wahrscheinlich gleich gut. Aber ist ja nicht so schlimm. Doppeldrops kann man halt immer wieder bekommen. Das ist gerade ultra trocken. So ein komisches Wetter gerade hier im Herbst, gell? Ja, Gottes. Oh ja, diese Wildschweine. So ein Händler, endlich. Wow, ich dachte schon. Was macht der Troll? KI des Mordes an den Gegner selber. Jo. Ah, das ist einer von uns. Ein Skeleton, Magier. Ja, ich bin jetzt gerade so richtig motiviert, richtig. Ich sehe einfach, dass das Spiel der Mod jetzt wirklich aufdreht und so. Ich habe irgendwie einfach mega die Sucht entwickelt. Und das merke ich auch gerade ein bisschen so mit dem Körper. Ich bin so richtig steif beim Sitzen. Also der nächste Runenwächter, der ist wahrscheinlich dann in diesem Dorf, das jetzt gerade kommt. Ja, vorbei müssen kurz. So, wo ist jetzt dieser? Okay. Brian Defire.
Nicht Friendly Fire, wie heißt das andere? Ja, Gegner sehen einfach nicht, dass es ein Gegner ist. So jetzt. Ja, ist ja super, also bin überrascht, wie gut wir einfach den Charakter jetzt bauen konnten. Ich habe gelesen über diese zwei Charakterklassen, Charakterbeats, die ich eigentlich machen wollte, weil dieser Beat ja so schlecht gestartet ist. Der Feuerdruide, der hat keine Aura, also auch keine Verteidigung, keinen Buff und so. Und lange abklingt sein. Und der Fallen-Tempelwächter, Assassine, oder? Fallen-Assassine. Die hat auch 15 Sekunden Abklingzeit bei einer Falle, die man eigentlich am besten verwenden könnte. Als Flammenstoß heißt es, glaube ich, oder so. Nicht so gut verwenden, es ist einfach zu wenig irgendwie Spaß fördernd so. Limitiert zu sein mit den Abklingzeiten. Ich mag Builds nicht, die so lange Abklingzeiten haben. Das ist nichts für mich. Ich will ein Hack and Slay spielen und kein Wartespiel. Und deshalb, jo, bleiben wir jetzt eigentlich hier. Und machen den weiter. Ich glaube, wir sind irgendwie ein bisschen falsch gelaufen. Ja, das ist einfach uns natürlich Spaß macht. Ich will euch nicht langweilen. Ich will euch zeigen. Hey, da zurück. Okay. Wir sind einfach beim Händler hinten vorbeigegangen. Aber der ist ganz auf einer anderen Schiene. Wir sind irgendwie zurück an den oberen Weg nehmen. Hey, jo. Und eben, nennt auch die Kritik. Die Spiele, die werden besser durch Kritik. Die Zuschauer werden fröhlicher durch die Kritik. Also die anderen. Die Let's Player, den Let's Playern geht's gut. Es muss halt auch mal kritisiert werden. Also es wird schon viel kritisiert, aber das immer auf negativem Niveau, weil ein Produkt oder so nicht gut ist und so Sachen. Oder? Aber nicht auf irgendwas, was einem Spaß machen könnte. Da muss man mal sagen, jo, das und das ist an einem Spiel, hat nicht Spaß fördernd. Oder das soll lieber der Let's Player auch machen. Und dafür brauche ich eure Hilfe. Oder ihr müsst das machen, nicht irgendwelche andere, die mit euch auch zuschauen. Also andere Zuschauer, die nicht mit euch zusammen sind, aber das Gleiche macht wie ihr. Und schreibt einfach, wenn ihr Lust habt. Aber macht nicht etwas nur zu meinen Gunsten, oder? Also, ihr müsst nicht für mich arbeiten, ihr müsst ja, einfach aktiver sein für mich. Und das auf freiwilliger Basis, auf 100%. Wenn ihr Pause machen wollt, dann macht ihr Pause. Und das habe ich in den Livestream auch immer wieder gesehen, hatte da aber einfach weniger Zuschauer, weil ja nur so 10 bis 35, 39 war, habe ich ja schon mal gehabt und so Zuschauer hatte, oder? Ich habe auch schon mal viel mehr gehabt übrigens. Aber damals war auch irgendwas los. Es war ein Spiel, das eigentlich ganz gut ankam. Da war ich auch nicht viel sozial supportet von den Zuschauern. Das ist das Problem, oder? Ja, wer bist du? Da ist von mich einfach viel zu viele gibt und viel zu viele sind schlechte Qualität und dann meinen sie, ja, bei mir ist halt auch noch die Qualität schlecht oder so. Es gibt halt immer irgendwelche Probleme, dass man halt nicht größer werden kann, beziehungsweise sehr unfair ist, dass andere viel beliebter sind und man selber zum Beispiel, obwohl man viel mehr macht dafür oder so, nicht so beliebt ist. Es ist unfair, es ist nicht balanciert, oder? Nicht die beste Qualität oder die sozialsten Menschen sind die beliebtesten, sondern die am meisten irgendwie sagen, hey, abonniert mich, hey, ich zwinge euch da einen Kommentar zu lesen, zu schreiben oder so. Nee, das mache ich nicht. Ich zwinge euch nichts auf. Ist auch gut so. Dafür, dass ihr mehr Spaß habt, mache ich da natürlich andere gute Sachen für euch, oder? Und vielleicht bekomme ich auch dann wieder ein bisschen diese Anerkennung oder so zurück.
So, wir haben jetzt hier in einer Arena so ein Kessel. Haben wir ein paar Elemental getötet und das hat dich der Anführerin sehr gut getan. Deshalb werden wir wahrscheinlich jetzt belohnt. Weil wir zu stark waren für die Stein, also Elementare. Viele Elementare hast du getötet. Du bist zäh. Fast wie ein Kämpfer. Gut. Sehr schön. Ja, ich empfehle euch wirklich, dieses Spiel runterzuladen, also zu kaufen für, glaube ich, 7 Euro. Und dann Community Patch und Diablo 2 vollen Mod runterzuladen. Ist wirklich ein toller Mod. Hat eben ein paar Schwierigkeiten im Balancing und mit dem Gegner manchmal finden von den Minions, aber das ist nicht so schlimm. Und das Balancing, das kann man auch ein bisschen mit Geduld und so ein bisschen ausweichen. Ich kann in einem Let's Play halt nicht wirklich so langweilige, ungeduldige oder Gefahr mit zeigen. Sehr. Es ist einfach nichts, was ihr schauen wollt. Nur und so. Also ich möchte gerne die besseren Sachen zeigen und nicht die schlechteren Sachen. Und ja, viele andere machen das aber. Die machen so 200-300 Parts und sind nicht weiter sicher. Mit 10-20 Parts. Und deshalb, ja, so 15 Parts. Und deshalb, ja, bin ich da glücklicher, euch diesen Content zu verwenden können, als die ganze Zeit zu fahren und Probleme zu haben. Und dann auch immer wieder zu sagen, etwas, wenn es langweilig ist. Ja, ich tue da eben die Sachen ein bisschen schneller machen, ein bisschen so machen, dass es für euch spannend ist. Und ja, eben. Anerkennung dürft ihr natürlich gerne auch zeigen. Was? Wer bist du? Wer bist du mich nicht? Ja, wir müssen ja nicht Helden töten. Aua. Verschwinde. Nein. Da nur eine Quest. Ich muss wieder hier runter. Ah, ich bin jetzt einfach zum Charakter-Quest gegangen, aber ich muss nochmals kurz runter für die Hauptquest. Ich muss einfach wieder zurücklaufen, dort wo die Zuschauer sind. Sieht halt auf der Minimap nur sehr gering. Also eigentlich möchte ich das da verwenden, aber ich gehe ja nicht der Hauptquest extremst nach, deshalb muss ich mich ja nicht dort wenden. Und der Nebenquest Pfeil deshalb. Okay. Aber wir müssen einfach das Richtige machen, deshalb überhaupt die Map schauen. Gut, jetzt nach rechts irgendwie. Die Lichtquest geht übrigens nach unten, links, oder nach Süden. Und die Hauptquest bei der dunklen Kampagne, die geht jetzt hier oben durch kurz in ein anderes Dorf. Ja, so ein bisschen oberhalb. Hm. Aha. Sollen wir das kurz machen? Ich mache das nach dem Part. Mit dem Runen eintauschen. Es wird einfach mehr Golem-Runen geben. Ich möchte jetzt nicht unbedingt so viele Skelett-Magier-Runen haben und dann alle irgendwann mal einlesen und dann sind sie viel zu stark. Ich schaue, dass die Minions bzw. Flüche und so auch nicht zu stark werden, oder? Oder die Abklingzeiten zu stark. Das ist für mich nicht so. Ich will ein Spiel normal bis schwer haben oder bis noch schwieriger. Aber ich will es nicht irgendwie OP haben. Okay. Also ich will schon OP haben im Endgame, ja. Dass das Belohnung so ist, aber nicht so wie andere, oder? Die Profis, die laufen immer so OP herum. Das ist immer so langweilig bei den Livestreams oder Let's Plays. Das möchte ich euch eigentlich verhindern. Schreibt mal in die Kommentare, wie genau ihr es wollt, oder? Ob ihr es auch ein bisschen OP manchmal wollt. Oder, ja, ob ihr es ein bisschen schneller wollt und deshalb ein bisschen OP haben wollt, oder so. Hat immer so die Sache. Als Let's Player und Livestreamer kannst du es nur gut machen, wenn du anderen Zuschauern auch etwas annimmst, oder? Du brauchst die Community, das ist
die Community auch interessanter und besser ist. Und dann gibt es halt viele Leute, die entscheiden immer nur alles selber und das geht halt meistens gar nicht. Zuschauer sind die Könige und nicht die Arbeiter. Die sind ja sowieso Sklaven. So, haben wir schon fertig? Hä, wieso muss ich das jetzt? Defekte Eisenbart. Ich habe eine Quest angenommen. Also nicht angenommen, aber ich habe sie bekommen, als ich den ersten Goblin hier getötet habe oder so. Oder haben wir die jetzt angenommen? Ich weiß es gar nicht mehr. So viele Gedanken wieder. Ja, ich habe sie angenommen. Ja. So, also es war die einfachste Quest. Doch meinen Magier-Skeletten und Golem. Schön. Hey, wir kommen so schnell vorwärts. Jetzt sind 3 Parts. So viel machen können, ohne dass ich so einfach alles nachging. Ich habe ein paar Quests noch nebenbei gemacht, ein paar Gegner getötet. Unsinnig. Und so weiter. Und hier könnten wir eigentlich auch noch einen Skill reintun. So. Den Fluch. Widerstandsschwund. Dornen möchte ich dann irgendwann später auch noch probieren können. Den müssen wir ein bisschen hochtreiben dafür. Bei Dornen ist ja Reflexion, dass der Gegner sich dann, wenn er uns angreift, selber angreift, dass er selber Schaden bekommt. Boah, wie schnell wir wieder unterlaufen. Gut, habe ich das jetzt gerade noch gesehen. Genau, das ist der, der macht dafür viel zu viel Schaden. Hallo. Ist es immer so, wenn die Minions einfach nicht verstehen, dass sie angreifen sollen? Ist das jetzt wegen dem Skill reintun? Also ich muss das mal. Hey! Er greift mich an mit Bogen. Oder mit Steinen. Das ist gerade wieder eine blöde Gegend, wo einfach die Minions nicht wissen, was sie machen. Wer hat diese Ding gemacht? Draco weiß den Namen nicht. Wegfindung. Das ist ja heftig. Vielleicht weil sie abgelenkt sind von einem Gegner, den sie nicht erreichen, oder? Das ist einfach das Problem. Oder einfach gar nichts machen, einfach nicht im Kampf geschehen sind. Keine Ahnung. Aber das sollte eigentlich gefixt sein. Das muss ich fixen. Ich muss die Gegner. Ich muss das Game verändern. Ah, hätte ich die Lizenz, hätte ich das Wissen. Ja, gut. Habt ihr das Wissen? Ja, das Wissen hole ich mir. Dürft ihr mir gerne helfen. Auch so viele Leute wie möglich, die irgendwie ein Spiel entwickeln können. Diese Wünsche. Nee. Was man eigentlich mit Wissen und mit Geduld, wie ich sie habe und so, eigentlich kreieren kann, das ist unglaublich. Wo eben, ich muss sie anders investieren, beziehungsweise ich weiß halt einfach nicht, wie ich sie so investieren kann, dass ich ein Game Design kann und nicht Fußball oder nicht Livestreamen kann, Let's Playen und so. Ja. Aber es will niemand mich lernen. Und deshalb ist es auch so schwer, dass ich das so gut kann, dass es wirklich vorwärts gehen kann. Dann ist es Krypten, das ist ultra schwer für Laien. Gut, läuft doch gut. Da vorne nach oben dann. Ja, ich freue mich, wenn wir da ein bisschen durch die Kampagnen durch sind. Noch ein bisschen mehr erkunden können, aber wir sollen ein bisschen dranbleiben, die Kampagne und den Charakter auch ein bisschen vorwärts machen. Ich habe ja nicht ewig Zeit und will euch Gameplay zeigen. Aber es wird für alle, die auch ein bisschen andere Quests und Items und so Sachen farmen sehen wollen, darauf warten,
es kommt bald, gell? Also in Gold machen wir schon viel langsamer. Und ich denke, oder wir machen in Gold nochmals einen Rush und in Platin dann viel langsamer. Aber es ist besser, frühzeitig langsamer zu machen und später dann schneller. Außer es geht natürlich mit dem Bronze nicht. Genau. Dass es euch Spaß macht. Es muss euch Spaß machen. Genau euch. Die zwischen euren Augen. Kopf. Hinterkopf. Ja, ich bin ja jetzt momentan sehr am Rollenspiel wieder trainieren. Wir machen eigentlich meistens sehr unterschiedliche Sketches-artige Sachen. Nicht immer mega Leben, sondern so eine Art Tages- oder Wochencharakter und wechseln dann. Ja, und da muss ich ein paar Sprachen, ein paar Dialekte auch natürlich lernen wieder. Das dürft ihr mir gerne dann manchmal ein bisschen entscheiden lassen. Weil eben das Rollenspiel da nicht 100% Rollenspiel ist. Dass ihr mir irgendwelche Tipps und so, irgendwelche Ideen auch schreiben könnt. Ja, und dann gibt es manchmal einfach Parts davon. Und dann gibt es manchmal auch Livestreams davon. Und da wir dann so frei sind und alles verändern können, macht es dann für euch natürlich auch wieder um einiges mehr Spaß. Vielleicht mappe ich dann auch, wenn der Editor auch besser ist. Gucken wir dann, also. Ja. Ich hätte gerne ein Spiel selber irgendwie in der Mache, oder so, dass alle Spiele dann irgendwie verändern können, die dem Server gehören. Dass ein Spiel eigentlich, ja, eben auch dafür da ist. Zum Beispiel Sacred mit Rollenspiel. Mit anderen Leuten. Mit ultra viel Spaß machen. Es muss nicht immer so ein Last Epoch oder Diablo 4 sein. So Sachen machen mehr Spaß, wenn es halt nicht immer nur Dauergegrind ist. Das ist das Tolle, oder? So langsam ist es mir zu trocken hier. Also erstmal lüften nach dem Part. So, also der Part ist so langsam vorbei. Ich gehe natürlich zur Capquest, damit wir hier auch irgendwo besser sein können. Sonst gehen wir ins Lager zurück. Aber seitdem jetzt nicht mehr alles abstürzt so leicht, kann ich auch längere Parts machen. Ich sollte aber doch langsam wirklich einen Part beenden. Schaffen wir das dorthin? Es ist eine Höhle oder so. Wir müssen auch mal dorthin gehen. Hier gibt es aber passive Gegner. Schön mit Aussicht. Können wir mal. Kannst du mal ruhig bleiben? Ich muss ein Screenshot machen. Dummes Teil. Ich habe versucht, mein Abendessen selbst zu erlegen, aber selbst das Wild ist vor der Armut hier geflohen. Du dummes Teil. Zeig dich mal. Zeig dich mal, bevor ich hier. Ja, jetzt ist wieder langweilig, wie die Aussicht weg ist. Zeig dich mal. So, endlich. Schön, also gut. Ja, Tageszeit. Für mich ist natürlich frühestens am Morgen. Und ja, gibt sicher Livestreams jetzt da wieder. Sekiro 2 ist also stabil geworden. Ein Absturz heute, aber der war irgendwie random. Gut, also dann tschüss, bye und ja, viel Spaß mit anderen Sachen. Tschüss.